In Teil 7 schauen wir uns das Erzeugen von Stahllisten an. Unser Projekt ist natürlich noch lange nicht bewährt. Das soll uns aber nicht abhalten, jetzt uns die Funktionalität der Stahlliste anzuschauen. Zunächst gehen wir hier auf dem Reiter Sophistic Bewährung mal auf die Einstellungen und finden unter Positionen den Modus für die Positionierung und damit natürlich auch, was auf einer Stahlliste auftauchen wird. Wir sehen hier oben nämlich vier verschiedene Modi. Voreingestellt ist die Positionierung nach Plan. Das ist sicherlich die in der Regel übliche Positionierung. Das heißt, die Bewährung wird einem bestimmten Plan zugewiesen und je Plan erhalten wir eine Stahlliste. Dann gibt es die Option, projektbezogen zu positionieren. Hier wird die komplette Bewährung, also dem gesamten Projekt, zugewiesen. Ich denke, das ist eher nur für sehr kleine Projekte zu empfehlen. Als drittes haben wir die bauteilbezogene Positionierung. Hier ja, wird also jedem Basisbauteil die Bewährung zugewiesen. Also beispielsweise würde dann bei jedem Fundament die Positionierung wieder mit 1 anfangen und genauso könnten wir auch Stahllisten dann uns ausgeben lassen. Der vierte Modus nach Gruppe. Das ist sehr interessant. Das gibt es noch nicht so lange. Hier haben Sie also die Möglichkeit, Ihre Stahlliste Ihren Bedürfnissen nach anzupassen im Sinne von organisieren. Sie können hier also beispielsweise bestimmte Projektbereiche oder den Bauablauf in der Positionierung berücksichtigen. Ich lasse hier die Positionierung nach Plan eingestellt. Und wir hatten ja verschiedene Pläne erzeugt, beispielsweise hier den Plan Decke über Erdgeschoss. Und für den wollen wir jetzt eine Stahlliste erzeugen. So, und jetzt muss natürlich die Frage gestellt werden, woher weiß denn die Bewährung, auf welchem Plan sie liegt? Das hatten wir uns schon mal kurz angeschaut. Nochmal zur Wiederholung. Ich wähle hier zum Beispiel diese Position 3, den Steckbügel aus und wir finden dann im Eigenschaftenfenster hier den Parameter Sophistic Assignment und dort steht genau jetzt S3 drin. Das heißt, wir haben diese Bewährung dem Plan S3 zugewiesen. Das ist grau hinterlegt, das heißt, ich kann jetzt hier nicht editieren. Wenn man das ändern wollte an der Stelle, geht man auf Sophistic Bewährung und dort gibt es die Funktion Zuweisung. Wenn ich die aufrufe, erscheint dieses Fenster und ich könnte also hier die Zuweisung ändern. Das will ich nicht tun, aber das ist natürlich wichtig zu wissen, dass jede Bewährung einem Plan zugewiesen sein soll. Ich kann jetzt einmal hier neu positionieren lassen. Ich sage, alle Positionen neu vergeben, soll mit 1 anfangen und bestätige das. Jetzt bin ich also vorbereitet und kann den Knopf Stahllisten klicken. Es kommt hier ein Fenster. Wir haben also die Möglichkeit, jetzt zu sagen, von welchem Plan wir die Stahlliste erstellen möchten. Wir können hier Häkchen setzen. Wenn wir mehrere Pläne auswählen, heißt das nicht, dass dann eine Stahlliste über alle Pläne erstellt wird, sondern wir würden so beispielsweise 2 oder so 3 separate Stahllisten erhalten. So, wir wollen also S3 auswählen. Ich bestätige das und es öffnet sich Microsoft Word. Wir sehen hier das Layout, das können Sie anpassen. Das ist ein Word-Template hinterlegt. Sie können Ihren
ihren Kopf hier eintragen, ein Firmenlogo hinterlegen. Und wir sehen in dem Fall also zunächst mal hier die gesamte Mengenliste und dann die einzelnen Positionen, die hier auftauchen. Hier unten taucht dann auch die Mattenliste auf. Gut, wir haben jetzt nicht viel bisher erzeugt, aber an der Stelle sei der Hinweis noch erlaubt. Sophistic versucht an der Stelle das Bruttogewicht möglichst gering zu halten, also eine Optimierung durchzuführen, um den Verschnitt gering zu halten. Ich schließe diese Word-Datei. Als nächstes kann es gewünscht sein, die Liste auch auf dem Plan darzustellen. Das ist möglich und zwar über die Revit-Funktion der Bauteil Listen. Ich habe hier schon eine Bauteilliste, eine Bewährungsliste angelegt. Hierzu muss man lediglich die entsprechenden Felder auswählen, was man denn gerne sehen möchte. Also hier die Position, das ist der Parameter Kennzeichen, dann der Durchmesser heißt Eisendurchmesser, die Stückzahl, das ist der Sophistic-Parameter Mark Total Quantity und so weiter. Also das können Sie hier auswählen, was Sie gerne sehen möchten. Und dann über den Filter haben wir wieder den Vorteil, dass wir über den Parameter Sophistic Assignment auswählen können, was in der Liste auftauchen soll. Also einfach hier die entsprechende Plannummer auswählen, in dem Fall S3. Damit sehen wir hier schon mal die Liste zu diesem Plan. Und jetzt, nachdem sie erzeugt ist, können wir sie einfach mit Drag and Drop hier herüberziehen und ablegen. Damit taucht sie dort auf. Was noch fehlt, das sind die Bilder. Dafür gibt es eine eigene Sophistic-Funktion, die wir hier über Stahlliste finden. Nämlich dort gibt es die Biegeformbilder. Und wenn ich darauf klicke, dann werden die Bilder hier auch erzeugt und dargestellt. Sehr schön zu erkennen. Das ist natürlich jetzt auch assoziativ. Das ist, denke ich, auch was man erwartet. Also wir sehen hier Position 1, 63, Durchmesser 6. Das ist ja hier diese Position, dieser Steckbügel. Und ich mache es einfach mal, ich ändere hier den Durchmesser auf 8 ab. Dann wird das hier jetzt aktualisiert und oben in der Stahlliste natürlich genauso. Undo und wir haben wieder, hoppla, wir haben wieder Durchmesser 6. Gut. Ich hoffe, ich konnte Ihnen näher bringen, wie Stahllisten mit Revit und der Sophistic-Applikation RC, Sophistic-Bewährung, erzeugt werden. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.